Was geht ab, liebe Freunde? Ja, Mann, ist die Squad, ihr wisst Bescheid. Heute ist der Tag endlich gekommen. Heute ist der 19. Nee. Heute ist der 20. August 2022. Heute kommt mein erstes Travel-Vlog-Video. Das heißt, wir fliegen heute nach Antalya, kommen morgen inshallah an. Und ansonsten, ich fliege mit meiner Family, Schwester, Neffe, Nichte, Schwager, Mutter, alles Mögliche, was dazugehört. Mashallah, Bruder! Ansonsten sehen wir uns in Antalya wieder. Ich werde euch mein Bedroom zeigen und bis dahin. Ciao, ciao! So, das ist mein Neffe, der Toprak, meine Nichte, Neffes. Dann haben wir unser Sue hier, die allerjüngste. Auf jeden Fall Toprak. So, freut ihr euch? Ja. Freut ihr euch riesig? Ja. Aber die Biene macht nichts. Ah, okay, ist ja weg. So, also ihr freut euch, Mann. Ah! Egal, die fliegt weg einfach. Jawohl. So, und dann haben wir einen Ehrengast hier. Wo ist die Biene? Wo ist die Biene? Okay. Wir haben einen Ehrengast hier. Das ist die Biene, die fliegt gerade überall um uns herum. Aber viele von euch kennen den ja auch als, das war ja mal ein Europapark, so ein Mem von dem. Watchhouse, was war das nochmal? Da ist der Kaiser Daholik. Türkisch Position. Daholik. Genau. So ist mein Schwager Daholik. Wie fühlst du dich urlaubmäßig so? Ich bin reif für den Urlaub. Bist du reif für Urlaub? Ja. Okay, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, lass uns krachen. Wir haben uns verdient, oder? Würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Nachgefühlt 20 Jahre in Corona. Ja, nachgefühlt 20 Jahre Corona. Stimmt, auf jeden Fall. Wir haben es verdient, würde ich sagen, liebe Freunde. Und an der Stelle, ich werde euch auch natürlich unser Hotel zeigen, wie es so ist und so, was wir alles machen, wie ist das, tralala. Ja? Bleibt immer noch Yaman Squad, Yaman Family, ihr wisst Bescheid. Ansonsten für die ganzen Supports bedanke ich mich. I love you tonight. Ihr seid die Besten. Peace out. Yaman ist die Squad. Yaman! So, wir sind jetzt gerade auf dem Stützpunkt. Wir warten jetzt gerade auf meine Eltern. Wir warten noch auf Zeynep. Zeynep kommt Englisch. Dann warten wir noch auf meinen Bruder. Er kommt auch gleich. Wir sind gerade hier im Victoria-Turm und laufen dann Richtung Hauptbahnhof und danach Richtung Berlin. Dann sehen wir uns in Berlin wieder, liebe Freunde. Und ansonsten, guck mal, was für eine süße Familie ich habe, ne? Alhamdulillah. Mashallah, Bruder. Ja, guck mal, die ist die süßeste hier. Die ist so, manche von euch kennen ja, wir waren ja mal Europapark und die war auch mit dabei, ne? Ja, hallo. Genau, das war die wo an der Haustür rauskam. Genau. Das ist die Neffes, das ist die ältere Schwester. Und dann kommt meine Schwester. Und dann kommt der Toprak. Und Toprak wird so langsam mittlerweile immer mit mir sein. Mal sehen, wie das sich so hergibt. Falls ihr aber ihn nicht möchtet, kommentiert bitte. So wie der vorhin Toprak auch gemeint hat. Ja? Freust du dich aber auch auf den Urlaub, Toprak? Ja, wer freut sich nicht nach drei Jahren Urlaub? Nach drei Jahren, gell? Wir hatten sehr. Nach zwei Jahren oder drei Jahren. Wir hatten sehr harte Zeiten, oder? Wegen Corona und so alles. Schule war auch mal weg. Da müsstet ihr daheim mal von daheim aus lernen. Stimmt mal ab, ich oder er? Ja, ich oder er? Nein, natürlich dein Onkel. Nein. Natürlich dein Onkel. Stimmt alle für mich. Nein. Ja, Mann! So, liebe Freunde, jetzt sind wir wieder komplett, ne? Jetzt sind wir komplett. Beto, die Haare, Alter, die Locken gehen ab bei dir. Ey, du siehst wie Antonio Banderas aus. Wie? Antonio Banderas, kennst du den? Guantanamela, Antonio Banderas, Guantanamela. Kommst du mit, Antalya? Nein, ich bleib hier. Du bleibst hier? Okay, ich wünsche dir alles Gute, Bruder. Und schön weiterschaffe in Monnem. Ja? Ich fliege jetzt nach Antalya und mache Urlaub. Kennt ihr? Also ich gönne mir richtig vom Feinsten. Und du gehst gerne arbeiten? Nein. Gerne?
Ja, 10 Stunden am Tag? 20? 8 bis 9. Oh mein Gott. Und was machst du? Kellner. Kellner ist ein harter Job, Bruder. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gönn dir. Liebe Freunde, wir sind jetzt angekommen. Wir sind im Zug. Komplette Family, komplette Team. Wir sehen uns in Berlin erstmal. Und wir werden auch zum ersten Mal von Berlin aus Richtung Antalya fliegen. Und ansonsten sehen wir uns in Antalya. Efendim ne yapıyorsunuz? Tatil bu sene nereye? Fiyatlar çok pahalıymış, doğru mu? Doğru. Türkiye batıyormuş, doğru mu? Doğru. Almanya çok iyiymiş, doğru mu? Doğru. Kaç para maaşınız var? Hiç yok. Nasıl? Hiç yok. Devletten mi geçiniyorsunuz? Evet. Siz utanmadan bir de Türkiye'yi kötülüyorsunuz. Diyorsunuz ki inanılmaz bir şey. Bu Almanların bir tabiri vardır. Pena diyorlarmış size, doğru mu? Doğru. Ne demek pena? Pena demek. İnanılmaz bir şey. Turkish position. Daha uygun. Nacht, diese Zeit, nichts los, Bruder, in Berlin. Keine Geld. So, jetzt sind wir in Berlin, guck mal. Guck dir da ohne mal an. Ich hab schon aufgehört, ja. Ich kann's schon mal alle in die Tonne schmeißen, wenn's nach mir ginge. Ich würde alle wieder abschieben. Liebe Freunde, wir sind in Berlin. Wir sind jetzt in Berlin. Berlin, 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 Berlin. Ich habe eine komische Familie auf jeden Fall. Meine netten Nichten, Geschwister, die sind nicht normal her. Die sind nicht, oh, guck mal, geil, cool. Ah, fast. Auf jeden Fall, wir sehen uns nachher. Peace out. Berlin, Berlin. Und es ist wunderbar. Berlin. Berlin, 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 Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin, Berlin, Berlin. Wir sind die Rolltreppen hier hoch und es ist nicht normal, dass die Rolldinger nicht funktionieren. Das ist nicht normal, wirklich. Aufnehmen, der nimmt sogar schon auf. Also seht ihr es, liebe Freunde? Und das passiert, wenn die Deutsche waren, die Rolltreppen einfach mal so wirklich komplett abschaltet. Und wir haben gerade 12 Uhr, wir haben fast, wir haben 1 Uhr nachts und werden bald fliegen. Wir sind gerade in Berlin angekommen und ich habe so viel Geld bezahlt, nicht nur ich, wir sind zu 11 hier. Wir haben insgesamt 1100 Euro bezahlt, wir haben Plätze reserviert und das ist der Dank von Deutsche Bahn. Feedback, auf jeden Fall no go. Ja, Mann! Zeno, und wie fühlst du dich? Ab geht's nach Side. Ab geht's natürlich nach Side. In Vacation Mood. Jawohl, Royal Alhambra, wir kommen. Wir kommen. Peace ja. out. Ja, Mann. Berlin, Berlin, Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin, Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Hinter der Kamera ist mein Neffe Toprak, der nimmt mich gerade auf. Berlin, Berlin, Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Du gewöhnst dich, Kafani, um was. Und tschüss. Wie geht's euch? Seid ihr alle zufrieden? Wie war die Reise? Ja?
Ja. Wart ihr alle zufrieden? Ja. Jawohl. Wohin geht's jetzt? Nach oben. Nach oben und dann in die Flieger rein. Nein. Dann fliegen wir. Nein. Morgen um 9:30 Uhr. Morgen. Okay. Dann macht man alle tschüss. Und sagt, wir sehen uns morgen in Antalya. Bis morgen in Antalya. Oder im Flugzeug. Okay. Oder im Flugzeug. Oder Flugzeug. Tschüss. Ja, Mann. So, die Zeynep hat zwei, die hat drei Koffer. Drei. Eins, zwei, drei. Ju. Eine Dame. Ju, Zeynep, ju. Alter, wir fliegen nur für zwei Wochen in die Türkei, das war's. Allein drei verschiedene Bodylotion. Mann. Mr. Grey? Mr. Grey? Hä? Repograf? Was machst du da? Automat auf dir. Hallo Clement. Bu parça sana gelsin anam. Teşekkür ederim. Evet, başlıyoruz. Geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir Alaturk ağzı, yüzüm kıyıma vuran, anne karnı huzur, çocukluğumun sesi, senden bana, şimdi zamanı sızdıran. Tüm atılmamış aşkın, sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisleri kirpikleri ve gözleri yağmurlu, umutsun hakkını almış yılların. Başlıyoruz. Yeah. Fira, bir belalı başımsın. Elfira, gözleri yağmurlu, musun? Hakkını almış yılların, hep aklımda kalacaksın. Also diesen Position kennen wir doch alle, oder? Dahole. Dahole. Türkisch Position. Dahole. Wer hat gefurzt? Das nur ein Stück. Tam da likvit nasıl götürüyorum o zaman ben? Nereme sokacağım likviti? Uçağa 100 ml. Peki götürebilirsin. Ama şey var ya. Nasıl bir ses var? Ben bir garipken oğlanım. Eşim var yollayım. Beni gören zenginlerden birazcık yardım isterim. Ben bir garip keloğlanım, eşeğimin yok falanı, varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Ein Euro, danke schön. Ein Euro. Wir warten immer noch, liebe Freunde, und tschüss. Ja, Mann! So, liebe Freunde, jetzt geht's los. Flieger. Ich sehe immer noch gar nichts, aber ich. Bad Boys for Life ist da. Der Dachhole ist da. Auf jeden Fall, wir fliegen jetzt Richtung Antalya. Buna hiç bakmayın.
Yani burada böyle yapacağız. Öne efendim böyle öne domalacağız. Falan hiç gerek yok. Uçak düştü mü herkes birbirine sarılsın. Zaten %90 gebereceğiz ya. Put my point. Helal o da haram. Size mini ilisli. From Pegasus. Haram o da helal. Komentiyet mal bitte. Maşallah Bruder. Haram. Ya, nirgendwo steht helal. Haram. Deshalb würden wir auch nichts bestellen. Ich habe bestellt. Du hast bestellt. Leider. Mann, wie sagen wir? Jetzt ist Geld weg. Es sind nichts los. Para yok. Para yok. Para fazla. Nono para. Nono putka. Enterprise. Enterprise. Ja, Mann! Evet arkadaşlar, Antalya'ya hoş geldiniz. Alanya, Antalya, I love you. Wir sind endlich angekommen. Heute haben wir den 21. Wir haben jetzt gerade, lass mich ganz kurz gucken, 13.20 Uhr in Deutschland. Hier wären jetzt eine Stunde halt später. Auf jeden Fall, jetzt fahren wir Richtung Hotel. Ich werde auch ein paar B-Rolls und so zeigen, alles Mögliche. Und ansonsten bleibt weiterhin auf jeden Fall Yaman Family. Türkiye'de şeye yerleşiyor. Ege tarafına. Ege tarafı. Marmaris. Fethiye. Aynen. O tarafa gidiyor. Aynen doğru. Doğru. Yani yoğunluk burası Alman, İskandinav. Ondan sonra Hollandalı, Rus. Çok yerleşim aldı. Evet. Yani Avrupa'da. Evet. Elimden geldiği kadar da mesela bak bizim Almanya'da, hele ki benim kaldığım semtte Mannheim'da. Abi o kadar çok her ırktan var ki en güzel tarafı da o. Kürdü, Arabı, Çerkezi, Merkezi, ne bileyim İtalyanı, Arnavut'u, hepimiz iç içeyiz. Hepimiz iç içeyiz. En güzeli de o. Burada ismi neydi abi? Haydar abi. Haydar abi çok memnun oldum. Ben Yusuf, Yusuf Yaman veya Yaman diyebilirler arkadaşlar. Hatta bakın arkadaşlar Haydar abimiz de burada, şoförümüz. Allah'ın izniyle bizi sağ salim otelimize bırakacak. YouTube kanalında paylaşacak mısın? Tabii abi. Paylaş abi. Paylaşabilirsen. Paylaş. Oh, eyvallah, sağ olasın. Aynen öyle. Haydar abimize de tabii teşekkürler ediyoruz. Dilenliği benden Haydar abi. So liebe Freunde, ich bin endlich angekommen. Royal Alhambra Palace Resort Hotel. Wir sind hier in Antalya, Manavgat. Genau in Side. Auf jeden Fall, ich freue mich wieder zu Hause zu sein. Home sweet home is my home hier. Ich kann euch nur empfehlen, das Vlog-Video, das was ich jetzt alles aufgenommen habe bis hierher, von Mannheim, von Berlin nach Antalya bis zu unser Hotel. Und die alle anderen restlichen Videos werde ich auch noch aufnehmen. Street-Interviews hier im Hotel mit Animateuren und so weiter und so fort. Es kann sein, wenn ich die Zeit dafür habe, schneide ich. Wenn nicht, dann schneide ich erst, wenn ich wieder in Mannheim bin. Versprochen. Safe. Safe. Lasst euch überraschen, das wird richtig nice sein. Ich gehe davon aus. Ich wurde auch sehr, sehr gut empfangen. Ich rauche aber gerade eine. Rauchen ist aber auch ungesund, das wisst ihr auch, liebe Freunde, an die jüngere Publikum da draußen. Aber ansonsten Royal Alhambra. Ich werde euch auch gleich mein Bedroom zeigen. Ich hoffe, dass die mir was Schönes irgendwie, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Ich bin ja auch eigentlich hier der Stammgast und so. Teils gearbeitet hier. Aber ansonsten, guck mal, das hat mir hier gefehlt. Das hier hat mir wirklich gefehlt. Und von daher, was soll ich sagen, liebe Freunde? Natürlich, ich hab, ja, ich liebe Mannheim auch, aber ey, Mannheim im Gegensatz hierher
würde ich niemals irgendwie, nee, hier, definitiv hier. Ich bin euch ehrlich. Ich bin ein Südländer und von daher Südländer mögen es, da wo es warm ist. Ganz einfach. Strand, Sonne, Urlaub, Feeling und so weiter und so fort. Von daher, wir sehen uns, wir hören uns. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Ja, man ist das Squad, ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Ciao, ciao. Freunde, Jaman hier, Jaman am Start, Jaman ist das Wort, Jaman ist da. Bedroom-Tour machen, liebe Freunde. Das heißt, ich werde euch den ganzen Location hier zeigen. Ich werde euch die ganze Anlage von Royal Alhambra Palace Hotel zeigen. Ich werde ein paar Videos mit Animateuren drehen. Vielleicht sogar noch zusätzlich, da ich arbeite dann, ne, dass es auch mitgefilmt wird. Damit ihr einfach mal seht, ey, was der Jaman so treibt und so alles, so schön ist in Antalya. Ansonsten, liebe Freunde, viel Spaß jetzt und ich lasse euch nicht lange warten und let's do it! So, liebe Freunde, so, es ist von allerfeinsten King Suite Room. 6. Etage, einer der besten Ausblicke auf jeden Fall. Ich werde es euch gleich zeigen. So, wir haben einmal hier unseren Empfangbereich. Sag mal so, so wie eine Art wie ein Wohnzimmer, ja. Auf jeden Fall eine Fernseher, schöne, geil. Dann haben wir unser Kühlschrank hier. Ne? Alles schon vorbereitet, vom Feinsten aber. Das, was das Herz begehrt. Dann haben wir unser Getränke natürlich. Ein paar Getränke habe ich schon hoch mitgenommen. Ich werde auch gleich zeigen, wo hoch. Und zwar da lang. Genau, das ist so ein Speziell-Room für mich. Auf jeden Fall, liebe Freunde, da könnt ihr auch eure halt Gäste empfangen, ja, wenn ihr mehrere Gäste habt. Und ansonsten, ich muss aber ganz schnell mal genau aufmachen, weil hier kommt sehr viel Wärme rein. Ich lasse meine Kamera dann mal, ne? Aber so einen geilen Ausblick, ja, das ist richtig nice. Auf jeden Fall richtig geile Sache. Royal Alhambra Palace Hotel. So, und zwar, jetzt kommen wir rein. Ja, meine Kamera hat wieder schon Wärme abbekommen. Nicht, dass es noch verschwollen ist, ich hoffe nicht. Eine sehr schöne, ja, Deko, ne? So, jetzt gehen wir erstmal hoch und dann kommen wir nach unten. So, weil das ist für mich mein Highlight. Das ist auch mein Bedroom hier. Ja, mit schöner Leuchte. Zack, zack. Ja, schön alles erstmal vorbereitet. Genau, ich habe hier schon ein paar Getränke hochgeholt. Einer der besten FSG immer, liebe Freunde. Natürlich, ja, ist so halt alkoholhaltig, ist aber nicht so. Ab und zu kann man sich geben. So, auf jeden Fall. Was haben wir hier Schönes? Wir haben ein Geschenk von Royal Alhambra Palace Hotel. Insta Yusuf Jaman 4x6. Das ist ja mein Privataccount. Ne, da könnt ihr auch gerne abonnieren. Da poste ich auch immer wieder meine Privatzeug, falls ihr mal Interesse dran habt. So, und so ziehen halt die Animateure hier an. Ich weiß nicht, ob das sich dieses Jahr geändert hat. Also zu meiner Zeit war das noch so in der Farbe. So ganz normal, ganz schlicht und ganz fein. So, und wie ihr hier seht, ich bin gerade dabei, mein Video zu rendern. Das mit so macht man Nummern klar in Mannheim. Ja, die Mädels warten schon da drauf. Und danach kommt das Vlog-Video von Mannheim nach Antalya. So, liebe Freunde, so sieht es hier bei mir aus. Schön ordentlich. Ich mag das halt, dass es schön ordentlich ist. Weiß zu weiß, schwarz zu schwarz, gelb zu gelb und so weiter und so fort. Ja, damit ich halt einfach weiß und parat habe. So, und das sind so meine, ja, Highlights hier. Muss schön
ordentlich sein. Zack, 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 zack. So wie in Sarah H&M und so weiter und so fort. Ihr kennt ja deshalb. Ne, ihr kennt ja das. Genauso wie es halt sein soll. So, das müsst ihr aber kennen. Ne? Das sind so meine Lieblings-Cappies, liebe Freunde. Und ich bin auch so Cappy begeistert. Ja. So, und dann, ich weiß, manche von euch werden vielleicht schreiben, ey, du bist ja schlimmer wie eine Mädchen da, ne? Aber ja, was hat das damit zu tun, liebe Freunde? Lieber schön ordentlich, sauber, ja? Hat man alles parat, zack, bam, du weißt ganz genau, was du wegnehmen musst. Und ich mache gerne Kombis, ich bin so ein bisschen außergewöhnlich, ich sag mal so. Ich kombiniere gerne, ich mag das nicht halt, wenn jeder irgendwie gleich aussieht. Bei mir muss es so sein, das ist so mein Geschmack halt. Und viele von euch wissen ja auch, dass ich auch auf Ketten stehe, liebe Freunde. Und ansonsten, ja, bei mir, wie gesagt, schön ordentlich. Ich habe auch mein Schneidzeug natürlich dabei, ja. Ohne die gehe ich nirgends so. Ne? Alles hat ja auch mit meinem Friseurberuf angefangen. Ich bin euch ehrlich und ich bin auch sehr, sehr dankbar. Dann haben wir hier eine schöne Badewanne. Ja, ganz normal und ganz schlicht, aber alles schön ordentlich und sauber. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Dann unser WC-Bereich. So, jetzt kommen wir auch gleich zu Highlight, da wo ich nächste Woche bin. Also wir switchen da mit meinem Bruder rum. Ja, oder je nachdem, vielleicht bleibe ich ja komplett oben, weil ich habe ja fast immer Teamspeak rum, wenn ich hier bin. Und wie gesagt, ich liebe Royal Alhambra. Bruder, jetzt kann ich rein? Ja. So, bei dem sieht es hier auf jeden Fall sehr, sehr schön aus und orientalisch vor allem. Ja, falls ihr mal so schöne Nächte hier haben wollt. Es ist so wie Aladdins 100 Nacht, sowas. So, und hier, das ist das Highlight von diesem Zimmer. Ich zeige euch warum. Und 1, 2, 3, hopp. 1, 2, 3, da ist unser Spiegel. Da geht man hoch, liebe Freunde. So, ich zoome mal jetzt kurz rein. Genau. So, und da seht ihr mich jetzt. Hey, was geht, was geht, was geht, was geht, alles klar. Das ist, ich finde es immer voll nice irgendwie, vor allem. Ja, ihr wisst schon, naja, ist richtig nice hier, richtig schön orientalisch. Vor allem auch für Paare so, ne? Und bei dem auch natürlich alles schön ordentlich, ne? Alles schön einsortiert, da hat er unser Spiegel, ne? Richtung Meeresblick. So, sowas nennt man hier King Suite Room. Dann haben wir unser Jacuzzi hier, ein Privat-Jacuzzi. Ja, da kann man sich schön gehen lassen. Auf jeden Fall. Und schön wieder mit Doku und schöne Leuchte. Zack, unser WC-Bereich kommen wir. Da ist unser WC-Bereich. Ja. Und die Dusche natürlich, was das Herz so begehrt. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall, ich bedanke mich, das war's mit dem Vlog-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Wir werden immer wieder größer. Ich bin so dankbar und ich hätte niemals gedacht, dass wir wirklich die 1000 Abonnenten knacken. Und an meine Nichtschneider, an die bedanke ich mich auch natürlich. Ohne euch hätte ich auch keine Aufrufe, liebe Freunde. Macht genauso weiter. Und ansonsten, ja. Das war's mit dem Vlog-Video. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst bald wieder. Ich mache erstmal aber schön Urlaub, gehe jetzt gleich essen, mache mich fertig. Und peace out, würde ich sagen. Ja, Mann, is the squad. Ich brauch meinen Repograf. Repograf, wo bist du? Es klappt nicht irgendwie. Und an der Stelle auch liebe Grüße an Mr. Grey, liebe Freunde. Und peace out. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Auf jeden Fall. Ja, Mann, ist die Squad. Wir sehen uns. Wir hören uns. Ciao, ciao. Passt auf euch auf. My veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like.